Okay, mein Name ist Joachim und ich arbeite im Nationalparkhaus Wangerooge. Ich bin seit 2008 auf der Insel und mache vor allen Dingen Wattwanderungen. Jede Wattführung ist anders, allein durch die Menschen, die mitgehen, aber das Wetter ist auch anders, die Stimmung im Watt ist jedes Mal anders, man entdeckt auch andere Tiere. Klar, einige Tiere kommen immer wieder drin vor oder die suche ich auch ganz gezielt, weil ich die gerne vorstellen möchte. Aber es passieren auch immer wieder Überraschungen, neue Sachen und allein durch den Wechsel der Jahreszeiten ist auch irgendwie jedes Mal was anderes zu entdecken und zu erleben. Die Wattschnecke ist, finde ich, was ganz Besonderes. Die liegt, wenn wir ins Watt gehen, immer so oben auf der Wattbodenoberfläche oder gräbt sich auch mal ein Stückchen ein. Und die wartet dann sehnsüchtig darauf, dass das Wasser wiederkommt. Und dann kann sie nämlich endlich wieder surfen. Das tut die nämlich für ihr Leben gern. Die bastelt sich nämlich ihr eigenes Surfbrett, die Wattschnecke. Das ist aus Schneckenschleim. Und damit heftet sie sich dann unter die Wasseroberfläche. Das Schneckenhäuschen, das hängt so nach unten runter. Und dann lässt sie sich mit den Gezeitenströmen hin und her tragen. Und das Praktische an diesem Surfbrett ist, das ist total klebrig. Kann man sich vorstellen wie so ein Tesafilmstreifen unter Wasser. Und an diesem Surfbrett bleiben dann winzig kleine Tiere und Pflanzen kleben, Plankton genannt. Und davon ernährt sich die Wattschnecke. Und wenn sie dann eine ganze Zeit lang gesurft ist, dann frisst sie ihr Surfbrett auf, sinkt zu Boden und nimmt gleichzeitig eine ordentliche Mahlzeit zu sich, weil das ganze Plankton daran kleben geblieben ist. Das ist also ein ungeheuer praktisches Tierchen. Und ich glaube, das Wattenmeer, das ist ganz, ganz wichtig für die Wattschnecke. Und ich lenke dann auch am Anfang der Wattführung immer gerade den Blick auf die kleine Wattschnecke, weil die ganz schnell übersehen wird. Und ab da sind eigentlich alle mit den Augen nur noch am Boden und gucken, was passiert da jetzt gerade, was kann ich da für Tiere entdecken. Und das Spannende an einer Wattwanderung ist ja auch, oder allgemein, wenn man im Watt unterwegs ist, man begegnet dann permanent lebendigen Tieren. Und faszinierend ist es dann, wenn ich eine Herzmuschel habe und ich sehe, die gräbt sich ein. Man hat sonst immer nur die Schalen und denkt, wo ist denn das Tier, und jetzt sieht man wirklich, die streckt einen kleinen Grabefuß raus und dann gräbt sie sich ein, bewegt sich hin und her. Dann sind die erstaunten Ausrufe, oh, das ist ja wirklich ein Tier, das hätte ich ja gar nicht gedacht.